Sind wir schon am Aufnehmen? Ja. Sekunde. Ich stelle das mal weg. Einen wunderschönen guten Tag. Heute beenden wir die große Serie über den Class 2, ne, würde ich sagen. Oder, Micha? Ja, der ist im Hintergrund. Heute filmt der Micha. Ich sage das ja immer ganz gerne, wer heute dran ist. Wie ihr seht, Karre frisch geputzt. Wundert euch nicht. Ich weiß gar nicht, wie viel ich schon erzählt hatte jetzt, was alles so passiert ist. Aber wundert euch nicht, sind keine Nebelscheinwerfer drin aktuell, weil mir ist tatsächlich auf der Rückfahrt von Debilas einer rausgefallen. Also ist mir einfach, habe ich das in dem Video mal rausgehauen? Nee, ne? Ich glaube nicht. Nee, doch. Habe ich das irgendwo rausgehauen? Wo du da gesessen hast. Das habe ich aber nie online gestellt. Das ist ja nur für die Patreons gewesen. Übrigens, wenn ihr noch mehr von diesen Videos hier wollt, müsst ihr uns auf Patreon bei Pfandeschnee folgen einfach. Da ist auf jeden Fall, die Nebelscheinwerfer sind rausgeflogen. Ich finde es aber momentan ganz geil. Und ich habe den Haltestrebensatz mal so gebaut, dass im Prinzip nur zwei Haltestreben außen sind. Irgendwie finde ich das gerade ein bisschen schicker. Micha, was findest du besser? Mit drei oder mit zwei? Ich könnte ja alles. Also kann zwei. Zwei sind ein bisschen homogener aus, so muss das sein. Ja. Ich mache euch mal gerade kurz die Motorhaube auf. Was ist jetzt passiert? Also, die Bilas hat das Auto abgestimmt und auf die Nockenwelle alles angepasst. Ansaugung ist drin, Nockenwellen sind drin. Und jetzt haben wir knappe 170 PS anliegen. Das Ganze ist auch eingetragen. Das ist das Allergeilste an der ganzen Geschichte, ehrlich gesagt. Weil du kannst nur die Bilas, von denen ich weiß, beim M42 den ganzen Kram eintragen. Und das ist eigentlich gesagt auch für mich ein Kaufgrund gewesen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, jetzt als ich da war, also ich bin ja nach Rottgau ist es, glaube ich, ne, Rödermark gefahren, zu die Bilas, und ich fand den Service mega geil, die Beratung mega geil. Ich wusste immer, wann was wie mit dem Auto passiert. Und die waren einfach super, super nett und haben, muss ich sagen, jetzt bis zum Schluss, ich hatte noch ein paar Rückfragen und so, konnte ich denen super geil schreiben, wurde direkt beantwortet. Und vor allem habe ich die Möglichkeit, dass, wenn das Kennfeld jetzt mir noch nicht so ein bisschen passt, Kaltstartverhalten ist halt ein bisschen durch die große Einzeldrossel ein bisschen ruppig. Aber könnte ich noch alles anpassen lassen. Könnte ich noch hinfahren und dann mit denen nochmal, also denen das Auto nochmal bringen und sagen, hier so und so müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Wir nehmen euch jetzt mal mit. Der Micha kann euch mal vielleicht zeigen, wie man das Ganze startet. Ihr habt ja wahrscheinlich schon vielleicht Stand dieses Videos, solltet ihr euch mal die Direkteinspritzungsfolge, müsste die Nummer 23 sein, reinziehen. Da habe ich sogar ein Soundfile von diesem wunderschönen Auto euch reingepackt, ganz am Schluss. Und ihr hört mal so ein bisschen, wie das Auto startet und so, weil ich weiß jetzt nicht, ob wir das so kameramäßig, so gut soundmäßig draufkriegen, aber wir werden sehen. Deswegen, Micha und ich packen uns jetzt mal ins Auto und ich erzähle euch mal ein bisschen, warum das sich absolut gelohnt hat, Saugertuning zu betreiben. Bis gleich. Okay, ja. Finden wir uns erstmal auf der wunderschönen Landstraße zwischen Miesenheim und Ochtendung. Miesenheim und Saffig. So, wunderschöne Eifel. Oder Pellensorte, sagt man, ne? Ist keine Eifel hier, oder, Micha? Vordereifel. Stimmt schon. Ja, wir müssen auf jeden Fall ein bisschen warm fahren. Das ist echt wichtig geworden, weil Micha hat das eben auch schon gemerkt. Wenn ihr jetzt in dem Auto drin sitzt und das Kaltstartverhalten von dem jetzigen Kennfeld ist halt einfach Müll. Also, beziehungsweise heißt Müll, aber du musst das Auto, das Kennfeld funktioniert erst ab einem gewissen Kühlmitteltemperaturbereich. Also daran erkennt er, wie warm der Motor ist und sagt dann halt, okay, jetzt wird so viel eingespritzt. Und davor ist, ich habe ja eben schon, starten kannst es und dann musst du es warm laufen lassen, weil wenn du sonst Gas gibst, das war, ich hatte schon mal in einem Vlog erklärt zu dem Auto, dann ist dieses Fuel Acceleration Enrichment einfach zu schwach. Ich habe auch nicht den genauen Plan davon, bin ich ganz ehrlich zu euch. Boah, das liebe ich auch, wenn hier so Dreck auf der Straße liegt, ne? Kriege ich einen zu viel. Furchtbar. Ja. Oh, hier ist aber einer. Oh, da ist ein Reifen kaputt. Jo. Aber dieses Fuel Enrichment passt dann gar nicht und man muss das Auto 5 bis 10 Minütchen warm laufen lassen, dann ist das auch ready für den Tag. Weil dann bleibt der Motor immer so in so einem 40 Grad Kühlmitteltemperaturbereich an einem Sommertag ungefähr. Dann wird das nicht viel kälter. Aber jetzt, das Auto hat ja in der Halle gestanden, wir waren dabei wahrscheinlich 5 Grad oder was, oder 10 Grad Kühlmitteltemperatur. Ich glaube, da hat er noch gar keinen richtigen, keinen richtigen Kennfeldbereich. Wahrscheinlich regelt er dann rein über die Lampe. Aber Micha ist das Schöne, der ist auch noch nicht mit dem Auto gefahren, jetzt seitdem wir das neue Kennfeld und den ganzen Kram jetzt abgestimmt haben. Und ich bin mal gespannt, was du gleich sagst. Ja, wir fahren jetzt erstmal tanken, ne? Ja. Ja. Okay. Erstmal Sprit. Muss mal hier, guck mal, wie schön das hier heute ist. Das ist ja Wahnsinn, oder? Also gut, jetzt nicht der Ort. Gleich. Schöne Aufnahme, ne? Ja, passt drauf.
erstmal Sonnenbrille angezogen. Es ist schon ganz schön sonnig heute hier. Das ist schon krass, oder? Das hätte ich gar nicht gedacht, dass der Tag dann doch so schön wird. Hier in der Eifel ist ja immer ein bisschen tricky. Wenn die 20 Grad melden, kann es ja auch gerne mal schneien. Das kann mal an einem Tag passieren. Das Erste, was mir übrigens aufgefallen ist, als ich das Auto gefahren, ich habe den ja nicht direkt Knallgas getreten, aber ich finde, früher war der Kraftbereich vom Motor, also im Drehzahlband, das war so klein. Also es war wirklich so klein und du musstest eigentlich, als wir nach Bremen oder nach München gefahren sind, da musste ich immer, keine Ahnung, hier fast bei 4.500, 5.000 Umdrehungen anliegen, damit du auch mit dem Verkehr mitschwimmen kannst. Ne? Und auch auf der Autobahn versucht man ja nicht nur einfach schnell zu fahren, sondern du willst ja so fahren, dass du dynamisch auch raus, reinziehen kannst und so weiter und so fort. Und das ist bei der jetzigen Abstimmung so viel besser geworden, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das Auto hat eigentlich in jedem Bereich ausreichend Drehmoment, Kraft in dem Fall, um halt zu überholen oder um auch langsamer zu fahren oder wieder rauszubeschleunigen, ohne dass du hier wie ein Wahnsinniger einmal rühren musst und gefühlt in Drehzahlbereiche jenseits von Ultimo gehen musst. Und das ist halt schon, das ist das Erste, wo es sich absolut gelohnt hat und wo ich persönlich gemerkt habe, dass es nicht nur auf die Hardware ankommt, sondern die Software muss einfach passen dazu. Man kann es halt fahren ohne Softwareabstimmung, aber das ist halt einfach für die Nüsse, also es bringt nichts, muss man ganz einfach sagen. Und es bringt nichts, muss ich ganz ehrlich sagen, aus dem alltäglichen Sinne und es kann wahrscheinlich auch nicht gut für den Motor sein, wenn man jetzt einfach so die Einzeldrossel reinhaut. Bist du dran? Ja. Oh Mann, ey. Jetzt sind wir gleich so im warmen Bereich. Da bin ich mal gespannt, was der Micha gleich sagt. Was cool ist die Leistung, ich habe ein Prüfstandsprotokoll da bekommen, die volle Leistung liegt bei 6.800 Umdrehungen an. Früher habe ich immer so bei 6,5 geschaltet. Ich hatte, glaube ich, einen Begrenzer bei 7 oder so von dem Conny Knoschak-Chip, den ich vorher drin hatte. Ich bin jetzt echt zufrieden damit, weil du merkst halt, dass der ab, ich würde sagen, 4.500 Umdrehungen erst richtig will. Davor ist normales Fahren und dann kommt das wirklich ein bisschen, dann kickt das wirklich. Dann merkst du einfach, dass der Motor das kann. Was ich an dem Motor jetzt nicht gemacht habe, ist natürlich eine Abstimmung auf den atmosphärischen Außendruck. Das Auto ist rein Lambda und halt Luftmengen gesteuert. Ne? Also deswegen, man könnte jetzt noch, ne, wenn man in die Höhen fährt oder so dann, und der Sauerstoffteildruck halt weniger wird, könnte das Auto wahrscheinlich schlechter laufen. Okay, wo ich eben stehen geblieben war, bevor die Kamera zu warm wurde. wir beschleunigen gleich mal aus 60 raus. Das ist somit das Coolste, ehrlich gesagt. Dann könnt ihr jetzt so ein bisschen Sound mit erfahren. Ich sag dann mal nichts eine Zeit lang. Und der Micha wird dir euch dann vielleicht noch gleich einen kleinen Eindruck schildern, wie er das fand. Also es ist wirklich das Schöne ist an dem Auto, was jetzt Beschleunigung angeht. Das ist, ich muss mir keine Gedanken mehr machen, überhole ich das Auto jetzt oder nicht, sondern man hat auch jetzt, wenn ich Gas gebe, wir sind jetzt bei 70 und wir fahren jetzt aus dem Ort raus und ich habe jetzt einfach Leistung. Ne? Du merkst halt auch schon, dass da was los ist und das hattest du vorher halt gar nicht. Hätten die das hier von Anfang an mit dem Motor bei BMW gemacht, den Einzeldrossel verpasst und hier so 160 bis 170 PS gegeben, wäre das ein Verkaufsschlager geworden, muss ich ganz ehrlich sagen. Glaube ich fest davon. Glaube ich fest dran. Ja. Deswegen, wir haben jetzt noch einen vor uns und müssen mal ein bisschen gucken, dass wir da auch keinen im Verkehr jetzt stören. Und dann geben wir gleich mal Gas und dann könnt ihr das mal hören. Das ist ganz cool, ne? Ja. Micha hat es gerade gesagt, dass auch wenn man jetzt das Tacho-Video sieht oder so, das sieht halt immer noch gähnend langsam aus. Ich weiß halt, man kann das hier in YouTube nicht rüberbringen, wie es sich anfühlt, aber es ist halt weit schneller, als es vorher war und es ist halt weit emotionaler, als es aussieht auf dem Tacho einfach. Natürlich ist das jetzt keine Rakete geworden und man ist halt so Turbo-Diesel, ich sage mal klassisch Turbo-Diesel verwöhnt, der Micha hat es gerade eben schon gesagt, ne? Man ist so Turbo-Diesel verwöhnt und weiß, wie gut so ein Auto mal geht, wenn man einfach mal drauf drückt, am besten Automatik hat und einfach nur noch das Pedal bedienen muss. Das ist schon richtig frustrierend eigentlich, dass man da so viel Geld investiert in Saugertuning und eigentlich könntest du dir auch 150 PS Diesel kaufen und es reicht, wenn es dir nur um die Geschwindigkeit geht. Aber ich sag euch, das Schöne ist halt einfach die Emotion da dran und die versprüht das, dass es sowas hier einfach noch für das Auto gibt. Und Saugertuning ist halt auch eine Sache irgendwie, ja, die ist was für
fürs Feeling irgendwie. Ne? Also ich finde vom Sound her ist es halt super geil, weil es halt auch nicht zu laut ist. Das klingt keineswegs assi oder so oder übertrieben oder hämmert jetzt wie so ein CSL. Ne? Also das muss man ja schon sagen. Aber für mich hat es jeder Cent gelohnt. Und halt das Geile ist, dass es alles legal ist. Ne? Dass dir keiner damit was kann und das auch... Das merkst du auch, ne? Wahrscheinlich, es gibt Ansaugungen, die wurden mir schon beschrieben als, boah, das ist richtig krass laut und sowas, weil es eine Carbon-Airbox ist. Ja, mir ging es halt darum, dass es legal ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es klingt trotzdem geil. Ist, wie es ist. Hier ist so ein Tunnel, da können wir gleich mal kurz mal, kannst du gleich mal Fenster aufmachen. Los geht das. Jetzt kann man mal ein bisschen in den Tunnel reingehen. Vielleicht hört ihr ein bisschen was. Ja, ich denke schon, ne? Ja. Also die Soundkulisse ist einfach geil. Also das ist weder prollig noch assig, noch irgendwie super laut, noch irgendwie nervig. Also auch im Innenraum nicht, selbst wenn wir mit Fenster zugefahren sind, finde ich es einfach geil. Also es ist einfach... Einfach das Beste, was ich dem Auto echt angetan habe, muss man einfach sagen. Also auch das Saugertuning, das hat das Auto genauso gemacht, dass ich sage, genauso hätte es BMW machen sollen. Gut, aus Kostengründen oder beziehungsweise natürlich, weil man keine Einzeldrosseln einfach so in irgendwelche 318 DS da reinbaut, ob das jetzt ein Sondermodell ist oder nicht. Aber so hätte man es machen müssen, damit es so richtig geil gewesen wäre. So ein bisschen wie, keine Ahnung, die ganzen Testbauten, die mal gemacht haben. Aber das hier wäre einfach genau das gewesen, was das Auto gebraucht hätte, muss man einfach sagen, wie es ist. Und ich bin echt glücklich und das gab auch die Hauptsache eigentlich daran. Ganz kleiner Funfact noch, beziehungsweise, was ich weiß nicht, ob ich das gesagt hatte oder so, es liegen jetzt ziemlich genau 168 PS, also knapp 170 PS, kommt immer auf den Temperaturbereich und auf den Prüfstand an. Ich will das aber tatsächlich mal so 3-4 verschiedene Prüfstände mal anfahren und einfach für mich einfach das mal testen lassen, um mal zu gucken, streue das nach oben, streue das nach unten. Ja, ich bin einfach happy. Genau so habe ich mir das Auto vorgestellt. Und es cruist sich auch einfach geil. Und das ist die Hauptsache, muss ich ganz ehrlich sagen. Sollen so. Gut? Ja, geil, oder? Ja. Ich würde es aber auch nicht ganz gerade machen. Wie meinst du das? Die rechte Wand nach oben. Hast du den Bildern? Rechts ist hier, ja. Oder nicht? Ja. Wir wollen da echt noch. Bist du schon am Laufen? Willkommen bei Schöner Wohnen fand ich nichts. Ja, wir sind wieder zurück in der Halle. Tatsächlich sind wir ganz offen ehrlich, uns hat noch ein Schluss gefehlt, ein schöner. Und den machen wir jetzt mit euch hier in der Halle. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt bei diesem, ja, für mich echt Sauger-Tuning-Adventure. Aber ich kann euch jetzt schon ankündigen, das Adventure ist nicht rum für mich, denn Class 2 steht hier wieder. Ich bin jetzt die letzten paar Tage auch wieder viel gefahren und muss sagen, irgendwie hat es mich ein bisschen gefixt, noch mehr Leistung da reinzumachen. Aber Saugerleistung, ne? Also ich habe jetzt keinen Bock tatsächlich da Leistung reinzumachen, sondern muss schon Sauger sein. Und also wie ich das auch schon im Video gesagt hatte, wir sind jetzt, wie viele Wochen sind wir denn jetzt später tatsächlich, um ehrlich zu sein? Fast 3-4 Wochen später, seit der letzten Aufnahme, locker. Und wie gesagt, es ist halt immer so ein bisschen, ne, wir müssen ja Zeiten finden, um so Vlogs zu drehen, deswegen sind wir da ganz offen ehrlich mit euch. Vielleicht ist der Bart jetzt schon etwas länger. Ja, auf jeden Fall hat es mich gefixt. Es wird noch mehr Saugertuning geben, werde da noch ein bisschen mehr reinmachen. Und wie ihr gesehen habt, wir haben hier schon wieder eine neue Ecke in der Halle eröffnet. Ich bin, also Leute, ne, das ist ja das Schönste für mich mit an der Halle. Nicht nur an den Autos schrauben, sondern auch so Sachen wie, guck mal da hinten, ist jetzt auch was Neues hingekommen. Ein paar wunderschöne Leihgaben von einem Freund von mir, beziehungsweise das heißt Leihgaben, die haben wir aus dem Haus ausgeräumt. Oh, richtig geile alte Wohnzimmerschränkchen. Oh, da könnte ich mich den ganzen Tag mit beschäftigen, hier Bücher reinzustellen. Wie zum Beispiel die seltene Ausgabe von Hans Huyen, Herrlichkeit auf Erden. Das hier ist die Herrlichkeit auf Erden, Leute. Und mit diesen Worten sage ich euch Tschüss und vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Vlog wieder. Macht's gut.